Das fand ich sehr, sehr interessant. Das fand ich sehr, sehr interessant und deswegen habe ich es mir für den Stream aufbewahrt. Synchronsprecher, das sind die Gesichter hinter den Stimmen. Das finde ich, sowas finde ich immer sehr interessant, wie diese Leute aussehen, die man immer im Fernsehen hört. Oder? Findet ihr es auch interessant? Ich finde sowas sehr interessant. Sein, dass ihr mich erkennt? Könnte schon mal jemandem bekannt vorkommen. Also hi, mein Name ist Jan Odle und ihr kennt mich als Stimme von Will Smith. Und, naja, hauptsächlich als Peter Griffin, oder? Naja, ich habe sehr klein angefangen, weil Kinder machen ja sowas gerne und sind natürliche Schauspieler. Also ich muss dazu sagen, Will Smith Filme habe ich nie geguckt. Prince von Bel-Air, ja, aber das ist schon lange her. Und Peter Griffin habe ich nie geschaut, Digga. Spieler oder Papageien und quatschen immer gerne Sachen nach. Mit 10 war ich Sindbad. Wenn du das sehr lange übst, dann werden die Rollen größer. Und da gibt es Castings. Und irgendjemand hat dann mal gemeint, ich habe so ein bisschen so eine schräge Stimme und konnte ganz gut krächzen und hätte gut gepasst auf den Prinz von Bel-Air. Und da hat es dann angefangen mit dem einen da oben. Man versucht dem Schauspieler, dem man die Stimme leiht, möglichst nah ranzukommen. Wenn die Stimme zum Bild passt, dann hat man das getan, wofür man den Job ausübt. Wenn das gelungen ist, dann kann man stolz auf sich sein. Ich finde, das geht bei Will Smith, ist das über die Jahre gut gelungen in den meisten Fällen. Und der bietet auch die größte Abwechslung an Rollen von total schräger Comedy bis hin zu... Das soll ein extrem anstrengender Beruf sein. Das kann ich mir gut vorstellen, Digga. Habt ihr ihn ja... Also ich habe ja Family Guy, sage ich euch ehrlich, habe ich nie geguckt. Anhand von Will Smith hätte ich ihn jetzt nicht erkannt. Hättet ihr die Stimme sofort erkannt? Nee, ja, direkt erkannt. Nee, niemals, nein, nö, ja, ja, claro. Ja, ja, ja. Einige so. Ja, ich finde es sehr interessant. Teilweise sehr traurigen, sehr ernsten Rollen zu versuchen, das immer wieder möglichst gut zu spielen. Das ist die größte Herausforderung und es macht am meisten Spaß. Danke, Will Smith. Hallo. Was mich mal interessieren würde, ob er Will Smith schon mal getroffen hat. Ob Will Smith sein Dings. Was ist denn daran? Will Smith ist doch nicht so schwer, Alter. Hat er noch nicht, wahrscheinlich nicht, ne? Und jetzt hier. Meine lieben Zuhörer. Geil! Ich weiß nicht, ob Sie meine Stimme erkennen werden, aber so gut, wenn Sie in juristische Schwierigkeiten geraten, wenden Sie sich doch an... An wen schon? Das fragt sich jetzt. Hallo, ich grüße euch. Ich bin Michael Pan. Ihr werdet mein Gesicht vielleicht nicht kennen, aber eventuell meine Stimme. Ehrenmann. Ich habe sie zum Beispiel Lieutenant Commander Data aus Star Trek Enterprise The Next Generation geliehen. Saul Goodman aus Breaking Bad oder Better Call Saul. Oder vielleicht auch als Monsieur Claude und seine Töchter. Kenne ich nicht. Okay, meine Kleine. Oha. Deine süße Lucille fühlt sich einsam. Sie braucht dich. Sie möchte gerne, dass du sie kennenlernst. Die Stimme kenne ich, aber ich weiß nicht woher. Watson? Watson? Wo ist dieser verdammte Watson? Hallo, mein Name ist Charles Rettinghaus. Ich bin die deutsche Stimme von Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, okay, ja, okay. Robert Downey Jr., nicht allen Filmen, aber in den meisten. Und Jamie Foxx und natürlich auch von Jeffrey Dean Morgan in Walking Dead als Negan. Und noch von... Heißt er ehrlich Negan? Huch. Ja, Walking Dead habe ich nie geguckt, Digga. Heißt er Negan? Oha. Das ist aber ein schwieriges Wort. Ich habe am Anfang eben gedacht, als einige das reingeschrieben haben, da... Ja. Negan heißt er, ja moin. Vielen anderen, Matt Dillon, Billy Zane, Dermot Mulroney, sie alle, Downey Jr., nicht allen Filmen, aber in den meisten, und Jamie Foxx. Und Jamie Foxx hätte ich gewusst. Also, hätte man, Jamie Foxx kennt man aus den Filmen so, ne? Aber ansonsten, der hat aber eine geile Stimme, Digga. Anderen. Matt Dillon, Billy Zane, Dermot... Jean-Claude Van Damme auch, aber auch von dem ersten Typen mit Will Smith, die synchron... Jobs, die ihr gemacht habt, sind ja schon 20 Jahre gefühlt alt. Und auch hier, ich nenne ihn einfach nur noch William, aber auch hier Jean-Claude Van Damme, die Filme, die ich von Jean-Claude Van Damme geguckt habe, sind auch alle 15, 20 Jahre alt. Da hat die Stimme sich natürlich auch nochmal ein bisschen anders angehört, ne? Mit Maroney, sie alle ernähren mich. Und das mit großem Spaß. Hey, Carrie, siehst du das denn nicht? Arthur ist wieder auf Klo. Geil! Das heißt, und er hat die Tür wieder offen gelassen. Gary!
da bin ich, Thomas Keralos, die deutsche Stimme von Kevin James. Hallo, Hallo Kinder! Schön, dass ihr alle da seid. Ich hab heute schlechte Laune. Ihr könnt mich alle mal an meinem blank gescheuerten Blecharsch lecken. Ja. Mein Name ist Hans-Rainer Müller. Ich lebe in München. Und wenn Sie mich nach irgendeiner Rolle fragen, dann fällt mir keine ein, weil es so viele sind. Hey Leute, ist das da vorne die Marine? Das sind so viele! Hallo, mein Name ist Dirk Meyer und ich bin der Sprecher von Lysop aus One Piece. Fry von Futurama, Butters von South Park, Ryan Austin Green in Beverly Hills 90210, Bastian Balthasar Buchs aus der unendlichen Geschichte Teil 2. Ja, ich kenne die alle nicht, Digga. One Piece nie geschaut, South Park habe ich auch nie wirklich geschaut. Und ja, was man auch kennt, ist halt die Serie Alf, da habe ich den kleinen Jungen, den Brian Tanner, gesprochen. Oha. Geisterjäger, guten Tag, was kann ich für Sie tun? Hände hoch oder es knallt! Polizei! Lass uns ein Catch-a-Ride haben! Die ist doch von Dings, die Geister, die ich rief, oder nicht? Auch? Das ist doch auch von die Geister, die ich rief. Police Academy auch, aber auch von den Geistern, die sie rief. Wir kommen sofort rüber. Ich bin Philin Peters-Arnold, Synchronsprecherin. Das erste war von Ghostbusters, die Annie Potts, die Janine. Aus dem zweiten Bill Ramsey, aus Police Academy. Und zum Schluss war Borderland 3 die dicke Ellie. Ich habe natürlich noch tausend andere Sachen gemacht. Ich habe auch zum Schluss jetzt der dunkle Kristall, die Augra. Das läuft auch gerade bei Netflix. Naja, dann alles steht Kopf, den Kummer, der immer so traurig ist, ja. Ich könnte jetzt noch 100, aber das sprengt heftig, heute, glaube ich, das Programm. 100 Sachen sagen, wollte ich sagen. Duck and carry, 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 duck and carry. Atta, 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 atta. So ungefähr ist es. Also ich muss sagen, ihn fühle ich am allermeisten, Digga. Hey, Carrie, Carrie, siehst du das denn nicht? Arthur ist wieder auf Klo. Ja, was heißt und? Er hat die Tür wieder offen gelassen. Gary! Das fühle ich wirklich am allermeisten, sage ich euch ganz ehrlich. All das fühle ich. Wir können uns nochmal Synchronsprecher ein paar raussuchen. Moment, ich muss es erstmal Anna schicken. Anna ist so ein großer Fan von King of Queens. Ich bin, was Serien gucken angeht, ein bisschen beschränkt. Ich teste nicht gerne was Neues. Ich gucke immer am liebsten das, was ich schon kenne. Guten Tag. Mein Name ist Joachim Tennstedt. Ich bin Schauspieler, Synchronregisseur und synchronisiere auch verschiedene amerikanische Schauspieler. Die Polizei geht gerade draußen in Stellung. Aber ich will nicht, dass noch jemand zu Schaden kommt. Sie müssen stark sein. Das ist Walter White, die Synchronstimme, Digga. Kämpfen Sie. Wie bist du zum Synchron gekommen? Auf einem sehr merkwürdigen Weg. Ich habe in einem deutschen Film eine Rolle gespielt und die unglaublich schlecht und sollte mich selber sprechen bzw. synchronisieren, weil während der Szene flog ein Flugzeug über diese Szene und das passt überhaupt. Das ist natürlich ein sehr langes Interview jetzt, ne? Oh, der hat auch so eine heftige Stimme. Britt Lehmann, ich bin der Sprecher von Bruce Willis, Kurt Russell, der macht übrigens jetzt viel mehr als Bruce Willis. Ja, Depardieu. Der ist heftig, und, Digga. Naja, noch ein paar, schätze ich mal. Den erkennt man direkt, das ist so. Also ohne Scheiß, das ist einer der bekanntesten, finde ich, einer der bekanntesten Stimmen aus dem Fernsehen, ne? Hallo, ihr abgeschälten Gummiklöße. Seid froh, dass ihr keinen Nudelholz ins Genick kriegt. Dieser Mann leiht Terence Hill seit fast 50 Jahren seine Stimme und trägt damit entscheidend zum Kultfaktor der Filme bei. Hallo, ich bin Tommy Danneberg, die deutsche Stimme von Terence Hill. Geil. Wegen gesundheitlicher Probleme kann Danneberg inzwischen keine Filme mehr synchronisieren, erinnert sich aber gern an die Arbeit im Tonstudio. Spontanität. Es war einfach Spontanität. Ja. Und immer sehr, sehr angenehm, sehr nett. Ein sehr lieber Kerl. Ja, morgen schon zu Ende, Digga. Ah, ich find's heftig, ne? Man, das ist so ein harter Job, Digga. Also, das ist. Das war eine Kelle, was? Dankeschön. Ja, im Moment habe ich gerade gemacht Herr der Ringe. Den dritten Teil haben wir jetzt gemacht. Der kommt jetzt dann in 14 Tagen über zur Premiere. Da habe ich den Gimli, den Zwergekönig und dann den München. Der ist schon leider gestorben, ja. Aber die Stimme, Digga, die Lache. Das war eine Kelle, was?
Das ist, Digga, Bud Spencer 1:1, Alter. Also, synchronisieren, glaube ich, man stellt es sich so leicht vor, aber ich glaube, es ist wirklich sehr anstrengend. Warte, Anna hat zurückgeschrieben. Oh mein Gott, Doc, wie cool. Diesen Film, da habe ich den, der lief letztens im Fernsehen. Der lief letztens im Fernsehen. Und ich habe da so ein Lachflash im Bett draufgeschoben. Und zwar auf den Typen an der Tür. Was hältst du von der Trainingsrunde? Das ist ja eine Begrüßung. Das ist hier der Chefkomiker. Aber jetzt kommt das Lustigste. Merkt euch ihn, ich muss die Stelle rausholen. Kommt gleich der Typ. Ja, die Mucke war immer eine Eins, Digga. Der Typ von der Tür kommt gleich halt nochmal. Und Digga, da hab ich so... Der eben an der Tür einen auf der Fresse bekommen hat. Und da hab ich so ein Lachflash draufgeschoben. Du fette Schwein, dich hau ich um Schoß mal ab. Ja. Ich komme, Kumpel, ich komme! Ich bring dir Nachschlag! Den natürlich! Dann kommt die Stelle mit dem Typen von der Tür, Digga. Du, nicht hauen! Artig! Nicht meinen Freund hauen! Hast du gesehen, wie ich den fertig gemacht habe? Ich hab vorhin hier zwei verdächtige Kerle reinkommen sehen, Schiffchen. Zum einen werdet ihr nochmal fertig, den Nüppel aus dem... Jetzt bin ich wieder voll da! Oh, Digga. Das habe ich so gefeiert, Digga, wie der Chef ihn selber auch ein Ding gehauen hat. Also zu gut. Da habe ich so den Lachflash draufgeschoben. Wen mochtest du immer mehr, Terence Hill oder Bud Spencer? Das ist echt eine Frage, Digga, die schwer zu beantworten ist. Aber ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, Terence Hill. Ich habe mich immer mehr in Terence Hill gesehen. No homo, klar. Nee, also wirklich, ich habe Terence Hill... Ich habe immer gedacht, ich wäre Terence Hill, Digga. Also Terence Hill, Digga, habe ich zu 100% gefühlt, Digga. Also wirklich dieses andere zu 100%, denke ich. Und René war dann Bud Spencer. Richtig.